Schönen guten Tag, schönen guten Abend eigentlich, schöne gute Nacht. Herzlich willkommen aus dem House of Strauss hier bei Nachts im Museum. Ja, dem einzigartigsten Johann Strauss Museum der Welt. Und wir werden dieses ehrenwürdige Gebäude, in dem die ganze Strauss-Familie hier hinter uns schon aufgetreten ist, erkunden mit einem österreichischen jungen Musiker, dessen Vater ebenso zu Lebzeiten schon zur Legende geworden ist. Die Musik des jungen Musikers, so viel darf verraten sein, hat sogar Taylor Swift in ihrer Playlist gespeichert. Und ich glaube, er hat schon am Klavier oben im ersten Stock Platz genommen. Und da werden wir gleich raufschauen. Bevor wir da allerdings raufgehen und lüften das Geheimnis, welcher Musiker das sein kann. Sie kennen ihn garantiert. Neben mir Hermann Rauter, begrüße. Hallo. Der Eigentümer, Schaffer dieses ehrenwürdigen Museums. Hermann, wenn man da reinkommt, gleich einmal, man spürt regelrecht die Geschichte, dass da hinter uns auf dieser Bühne die gesamte Familie Strauss aufgetreten ist. Da gibt es einen Journalisten, der hat das ganz gut beschrieben. In den Saal ist es wie, wenn man die Aura vom Strauß noch spürt, wie wenn den Saal vor 5 Minuten verlassen hätte. Ja. Und genau in diese Stimmung, in dieses Gefühl tauche ich selber auch immer ein, wenn ich den Saal betrete. Also es ist wirklich so, wenn man da reinkommt, man spürt, ich bekomme Gänsehaut. Wir werden dann auch noch durchgehen durch das Museum. Ich war ja schon 2-3 Mal da, auch im Zuge der Vorbereitungen. Du hast da hier nicht ein klassisches Museum geschafft, wo man Bilder an der Wand hängt, sondern du hast wirklich eine 3D-Erlebniswelt gemacht. Also mir ist es um eines gegangen, also dass man wirklich in diese Geschichte, warum Wien die Musikhauptstadt war und nach wie vor ist, wirklich eintaucht. Aber es muss original, also ich bin das einzige Original. Es ist sehr modern interpretiert, es ist sehr viel interaktiv und es ist mit der Kulinarik hier wirklich ein komplettes Gesamterlebnis. Mhm. Ja. Und um das geht es eigentlich. Und bei mir ist eins, ich war nicht so besonders gut in der Schule. Und jetzt habe ich es so aufgebaut, dass wirklich, wenn ein 12-jähriger Bub durchgeht und zuerst die Ausstellung sieht und danach die 15-minütige Strauss-Show, dass der wirklich danach die Geschichte erzählen kann und weiß, warum Wien aus der Musikwelthauptstadt ist. Und das geht's. So wie man es da erlebt, das merkt man sich auch. Das ist kein monotoner Vortrag. Da hinten spielt dann auch, man sieht es immer wieder eingeblendet, auch das Orchester. Das heißt, man sieht da hier auch wirklich die Atmosphäre, wie es damals war. Man muss dazu sagen, was mich sehr, sehr beeindruckt hat, ist, du hast dieses Haus in, ich sag, 15 Millionen Arbeitsstunden wirklich revitalisiert. Du hast früher mal als Junge hier selber Clappings gefeiert, gell, und hast das komplett hergerichtet. Millionen investiert, das alles ohne Förderungen. Die Frage ist, warum tut man sich das an oder warum, was war damals der Impuls? Bei heute natürlich sagt man, wow, das ist schön, sowas zu haben, aber der Weg dorthin. Da spreche ich ganz spezielle Gruppen von Menschen an und die heißen Künstler. Ja. Und die Künstler haben für mich eine Qualität, ich bezeichne sie immer als Zauberer. Und Zauberer können oder Künstler können einen von einer Stimmung in eine andere verzaubern. Und mich haben, ich war hier eine Tonaufnahme mit 100 Musikern, die hier gespielt haben und da ist mir die Musik wirklich unter die Haut gegangen, ich habe Gänsehaut bekommen und die haben mich verzaubert, dass sie sowas in die Welt bringen. Und ich habe damals einen Satz gehabt, das ist die sanfte historische Rückführung, sowohl im Baulichen als auch in der Funktion. Und was mehr kann man erzählen als die Geschichte von Wien, als das, wo sie weltweit bekannt ist oder warum zu Neujahr Millionen Besucher nach Wien kommen oder Hunderte von Millionen am Fernseher sitzen und sich das in diese Musikqualität sogar am Neujahrsbeginn ja, eintauchen. Da gehört nämlich der Donauwalzer dazu, die Melodie von Johann Strauss, die die ganze Welt hört und kennt. Viele sagen die geheime Hymne von Wien. Ich würde da mal sagen, geheime, die wirkliche Hymne von Wien und von Österreich. Du, Hermann, wenn man in den ersten Stock hinaufkommt, was mich beeindruckt ist, dieser erste Raum, türkis gehalten, mit einem riesen Bild, mit tausenden Gaslampen drauf, das ist aber kein fiktives Bild, sonst hat es wirklich gegeben. Was hat es damit auf sich? So, ich muss sagen, dieses Bild habe ich im alten Strauss-Museum gegeben. Also wir sind wirklich das einzige Strauss-Museum der Welt. Eins hat es vorher gegeben von Herrn Reichenauer und da hat er das Bild ganz klein an der Wand gehabt. Mhm. Und ich habe das Bild gesehen, da habe ich das erste Mal verstanden, wer Strauss wirklich war. Mhm. Und
ich sage, Tausende von Gaslampen, 1833, das Konzert hat geheißen Eine Nacht in Venedig im Augarten, Tausende von Gaslampen, das heißt wochenlanges Aufbauen von Gasleitungen. Strauss stellt sie hin, spielt fürs Volk und verlangt Eintrittspreise. Mhm. Der erste Popstar der Geschichte. Der wirkliche Volks-Rock'n'Roller damals mit einer Tournee mit 100.000 Leuten in Amerika beispielsweise. Und das werden wir uns anschauen. Mit seinem Orchester durch die Welt. Ja. Also der hat wirklich die gesamte Musikgeschichte damals völlig revolutioniert. Das ist wirklich unglaublich. Worauf, wenn man da durchgeht, es ist so viel, ich sage es wirklich, selbst beim dritten oder vierten Mal, wo ich jetzt da bin, entdecke ich immer wieder neue Sachen. Worauf sollte man, wenn man das erste Mal da durchgeht, als dein Geheimtipp, worauf soll man besonders achten oder was soll man da inhalieren? Ich habe diese drei Fragen immer für mich und für mich sind, eine haben wir beantwortet, wer war der erste Popstar der Geschichte? Ja. Der zweite ist, finde ich ganz wesentlich mitzunehmen, warum war Strauss so gut? Mhm. Das Dritte, das sind einfach so tolle interaktive Stationen, wo man echt so mitnehmen kann. Und für mich, ich verstehe, warum gibt der Vater ihm das Berufsverbot? Das kann man bei einer Station mitnehmen. Bei einer kann man selber sich in die Fledermaus mitspielen, mitsingen. Der Pulswalzer, es sind wirklich so viele tolle Stationen, wo du so viel mitnimmst. Ich habe keine Lieblingsstation, vielleicht eine im Takt der Zeit, weil egal wie oft ich dort die Musik höre, ja. Und zwar den Kaiserwalz, jedes Mal täglich gehe ich mit Gänsehaut weg. Also das ist jedes Mal für mich ein spannend, immer mit Gänsehaut, einmal am Tag, ist echt, das ist, erlebt man hier. Gut, das erlebt man sonst selten im Leben, einmal am Tag Gänsehaut-Feeling. Das stimmt wirklich, dass man das Gänsehaut-Feeling erlebt. Du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich die Diskrepanz zwischen dem Johann Strauss Vater und dem Johann Strauss Sohn, dieses etwas gespannte Verhältnis, dass der Vater gar nicht wollte, dass der Sohn Musiker wird und sogar das beim Magistrat verhindern lassen wollte und so weiter. Ja. Passt nämlich auch zu unserem Gast und ich höre da hinten schon leichte Klaviermusiktöne, der auch so eine spezielle Vater-Sohn-Beziehung hat, nämlich aus dem Grund heraus, weil sein Vater einfach unglaublich bekannt auch ist und einen bekannten Namen trägt. Und wer das ist, meine Damen und Herren, das lüften wir jetzt und wir schauen jetzt hinauf, beziehungsweise ich zu Lukas Fendrich. Genauso ist es. Aber eines haben Sie gemeinsam. Ja, bitte. Der Herr Fendrich und der Strauss. Nämlich? I am from Austria. I am from Austria. Das nehmen wir mit. Und Johann Strauss ist in der Haus, kann man sagen. Gut, und wir schauen jetzt auf. Und dann kommen wir wieder zu dir runter. Gerne. Und mit einem Resümee, wie uns das Museum gefällt. Schön, super. Freundlich. Perfekt. Bis gleich. Mama. Wunderbar, und da ist er auch schon, Lukas. Servus. Freut mich, danke. Was für ein erhabenes Gefühl, hier auf einem Flügel zu spielen, der wirklich der Familie Strauss gehört oder sogar noch hört. Ja, Wahnsinn. Also ich habe zu Hause auch zwar ein Yamaha-Klavier. Ja, ja. Das ist natürlich nicht so toll wie das hier, aber ja, es ist eine absolute Ehre und vor allem, es ist gestimmt. Es ist gestimmt, dann schaut ja auch ganz, ganz gut gepflegt aus, gell? Ja, wunderschön. Lukas, es freut mich, dass wir heute durchs Museum gehen, durchs Strauss-Museum, vor allem mit dir als Musiker. Vielleicht am Anfang, du weißt, beim Fernsehen gibt es immer so Inserts. Mhm. Da steht immer dann in der Funktion drin. Du bist Musiker, du bist Dancing Stars, du bist ehemaliger Fast-Spitzensportler, du bist, ja, da gibt es vieles. Was würdest du bei dir hineinschreiben als Berufsbezeichnung? Musiker trifft es, glaube ich, ziemlich gut, ja. Schon, oder? Ja, Entertainer, denke ich mal, ist ein bisschen so weit hergegriffen. Ich bin Musiker von Leib und Seele. Ja, deswegen, ja, Musik. Entertainer kann er vielleicht noch kommen, Schauspielerei. Film. Naja, dadurch, dass ich Dancing Stars gemacht habe, ist es naheliegend, dass man vielleicht irgendwie sagt Entertainer, aber das war so ein kurzer Ausflug, deswegen, also ich bin Musiker. Musiker. Singer-Songwriter. Darüber werden wir noch viel sprechen hier, weil da gibt es ja viele Anknüpfungspunkte im Strauss-Museum. Du hast mir mal gesagt, wir kennen uns ja schon, dass du am Klavier und auf der Gitarre komponierst und deine Musik entwirfst, gell?
Das stimmt, ja. Es ist je nach Stimmung irgendwie, was mir gerade irgendwie mehr liegt. In letzter Zeit ist es mehr das Klavier. Ja. Und ja, das ist meine zwei Instrumente quasi, wo ich die Songs schreibe damit. Ja. Morgens oder abends oder wann bist du in der Mut? Ich bin in der Nachteule. Also jetzt passt es quasi perfekt. Es ist perfekt, ja. Schenkt eine Eingabe gehabt? Es ist super, es ist perfekt. Ja. Ich könnte gleich ein Lied schreiben. Weil mit diesem ehrenwerten Haus, wo Johann Strauss gewirkt hat, ja. Da kommen die Inspirationen noch und noch. Na, ganz, eine ganz arge Aura herinnen und diese Vibes sind, man merkt schon, dass da was passiert ist. Ja, ja, das merkt man, wenn man da reinkommt, irgendwie, man fühlt dieses Historische. Ein neuer Song von dir ist ja auch am Start. Das stimmt. Also meine Solo-Karriere ja, auf genau. Deutsch startet jetzt gerade. Ja. Kannst du die Melodie am Klavier spielen? Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, weil ich sehr, sehr viel im Studio gerade bin. Und ja, sehr wir spielen sie eh gleich ein. Wir spielen die Musik gleich ein. Ja, perfekt. Schauen wir, ob man es erkennt. Ich weiß nicht mal, wo es beginnt, aber ich... Oder kurz mal. Ah, da beginnt's. Das ist cool. So eiskalt wie damals wird mir nie wieder. Lass mal so. Am Klavier klingt alles, man muss sagen. Ja. Für alle, ich kann leider nicht Klavier spielen, das ist das Einzige, was ich bereue, dass ich es nie gelernt habe. Aber Klavier spielen zu können, da ist man überall der Hero. Ich habe es rausgefunden, das geht so. Okay. So eiskalt wie damals wird mir nie wieder. Solange du hier bist, nie wieder Winter. Das erste Mal reden wir über Kinder. Und wir beschließen, wir feiern viel lieber. So eiskalt wie damals wird mir nie wieder. Solange du hier bist, nie wieder Winter. Das erste Mal reden wir über Kinder. Und wir beschließen, wir feiern viel lieber. Solange wir noch jung sind, feiern wir lieber. Andere bauen Häuser, uns reichen zwei Zimmer. Für immer, für immer. Nur wir zwei und eine Flasche Weißwein. Traum. Also wenn jetzt mehr Publikum da wäre, würde es einen kurzen Applaus geben. Das war Lukas Fendrich Unplugged. Ich würde sagen, apropos Unplugged, Johann Strauss war eigentlich der erste große Unplugged-Welttournee-Musiker. Richtig, ja. Gehen wir durchs Museum. Also ich habe es erst erfahren vor kurzem, ich habe ein bisschen Crashkurs bekommen, ja. Weil ich bin ein bisschen Kulturbanause. Aber jetzt bist du Johann Strauss-Insider. Ja, ich hoffe nach unserem Trip, dass genau. Ich ein bisschen was lerne. Deswegen, schauen wir uns das Museum an, starten wir mal und perfekt. Gehen wir zur nächsten Station, gehen wir einige Sachen raus. So machen wir das. Und schauen wir, wo es da was gibt. Super. Und jetzt kommen wir zu einer Station, lieber Lukas, auf die haben wir wirklich besonders gefreut. Da sieht man so die richtige Dimension der Familie Strauss. Muss dir vorstellen, die waren nicht nur in Russland, die waren in den USA auf Welttournee. Das Ganze 1872 beispielsweise mit insgesamt 100.000 Besuchern in den USA für Wiener Musikfamilie. Unglaublich, oder? Gestört. Kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Ja, die haben kein Handy gehabt, die haben kein Internet gehabt, die haben kein Fax gehabt, kein Fernschreiber, gar nichts haben die gehabt. Wahnsinn. Und was haben die gehabt? Plakate? Mundpropaganda? Ja, Plakate, wahrscheinlich Plakate und in den Zeitungen. Druck in den Zeitungen, wo die Zeitungen das angekündigt haben. Trotzdem 100.000 Leute. Was sagst du? Auch kein Verstärker, keine Elektronik. Das wollte ich gerade sagen, die haben ja nicht einmal Verstärker gehabt damals. Die mussten so laut spielen, dass die selbst, aber die hinten wahrscheinlich sind eh schon... Nicht mehr so. Nein, ich glaube, die kommen erst. Oh, sie kommen nicht erst. Nicht negativ denken, die kommen erst. Die kommen erst. Wahrscheinlich, sagen wir mal erst. Du, die so Strauss haben immer das vorher rausgesucht. Ich darf da ein bisschen schummeln. Opern, Ballett, 20 Operetten hat er geschrieben. Wahnsinn. Strauss Sohn hat geschrieben 500 Walzer, Polkas, Märsche, unter anderem Donauwalzer. Also wirklich ein weltbekanntes Stück, das 200 Jahre da überdauert hat quasi. Fahrt war ihm fix nicht. Na, Fahrt war dann Fledermaus, Zigeuner, Baron, Kaiserwalzer. Also den kenne ich sogar, Kaiserwalzer kenne ich sogar. Ja, den werden wir dann noch hören. Ja, echte Maschinerie. Schön. Du, wie hoch ist der Druck für einen Musiker, dass man schafft, schreibt, komponiert, nächster Song? Wie geht's dir da? Ja, man sagt immer so schön, für den ersten Hit hast du ein Leben lang Zeit, für den zweiten ein Jahr. Ich glaube, da kommt erst der richtige Druck. Von dem her, dass ich habe noch keinen richtigen Hit, deswegen bin ich noch relativ entspannt. Ja. Aber
Du hast einen Vater, der einen Hit geschrieben hat. Mehrere. Ja, aber einen Hit, der eigentlich, damit hat er sich unsterblich gemacht, eigentlich quasi die österreichische Hymne ist, I'm from Austria. Ja, das ist richtig, ja. Ist das eher Schwerlast oder ist das Ansporn für dich? Du, ich habe mir schon vor langer Zeit mit mir selbst ausgemacht, dass ich nicht versuche, da irgendwie Konkurrenz zu haben oder irgendwas, weil das so toppen ist einfach extrem schwer. Von dem her, ich mache einfach mein Ding und freue mich, wenn die Musik gut ankommt, die ich mache. Also von dem her habe ich da überhaupt keinen Druck. Hast du das lernen müssen, dass du den Druck nicht machst, oder ist das immer schon so gewesen? Naja, ich habe damals, wo es bei mir mit der Musik ein bisschen ernster geworden ist, so mit 14, 15, habe ich mich gleich einmal irgendwie ins Englische, den Englischen gewidmet. Du wolltest jetzt sagen, geflüchtet, oder? Ja, nicht geflüchtet. Ja, aber vielleicht auch geflüchtet, ich weiß nicht. Beziehungsweise stimmt gar nicht, weil ich habe mich einfach besser ausdrücken können auf Englisch. Deswegen war es eigentlich ziemlich einfach für mich dann, einfach für mich selbst irgendwie Musik zu machen und nicht einmal so irgendwie in die Bahn da zu kommen von meinem Dad. Ja. Und von dem her war das eigentlich nie so ein Konkurrenzgedanke. Und wie gesagt, Englisch war so mein Ding. Das habe ich jetzt jahrelang gemacht, was auch wirklich ganz gut funktioniert hat. Aber ja, jetzt starte ich ja meine Solo-Karriere und das ist auf Deutsch. Ja. Und selbst jetzt, ich bin nicht mehr 15, 16, sehe ich da überhaupt keinen großen irgendwie Konkurrenzgedanken oder dass ich irgendwie die Fußstapfen steigen musste. Irgendwie. Das ist, Lukas ist der Lukas. Ich bin der Lukas, genau voll. Nein, aber ich mache einfach gerne Musik und, cool. Und es freut mich, wenn ich da irgendwie Leute finde oder Fans gewinne, die sich da irgendwie damit identifizieren können und die Musik feiern. Und wenn ich das schaffe, dann ist dann eh schon alles gewonnen. Lass uns mal trotzdem kurz über diese eigentliche österreichische Hymne sprechen, I'm from Austria. Ja. Die ist nämlich in den USA entstanden, gell? Das stimmt, ja. Wir haben mal kurzzeitig in den USA gewohnt. Wie alt warst du da circa? Puh, ich bin dort in die Schule gegangen sogar. Also ich musste so 5 oder 6, also sehr, sehr jung, war ich da. Da ist der Song entstanden, stimmt, ja. Und es war auf einem Album drauf, was gar nicht so gut funktioniert hat. Yeah. Und der Song ist auch nicht von Anhieb irgendwie so gechartet, beziehungsweise ist es ja erst Jahre später entstanden, soweit ich weiß, also ich kenne mich jetzt auch nicht ganz genau aus, aber so vom Hören sagen, dass es eher später dann passiert ist, dass der Song dann so aufgegriffen worden ist und dann irgendwie zu unserer zweiten Bundeshymne mutiert ist. Wobei, den Song ist eigentlich die erste Bundeshymne, weil bei dem Song können mehrere Österreicher mitsingen als bei der Bundeshymne. Das weiß ich nicht, aber ja, wahrscheinlich ist es so, ich weiß nicht. Schon skurril, gell, dass I am from Austria in den USA entstanden ist. Warum in den USA? Ja, du musst den Papa fragen. Ich weiß nicht ganz genau, warum. Aber wahrscheinlich ein bisschen Heimweh, denke ich mir mal. Aber ja, kann ich dir genau nicht auch also aber nicht große sagen. Emotion, Heimweh, um zu komponieren und zu texten, oder? Es ist meistens Liebe, es ist Trennung, Heimweh auch. Also sind die großen Emotionen, warum man textet. Definitiv, ja. Also für mich ist es auf alle Fälle so, dass eher so Herzschmerz und Liebesgeschichten, die gehen leichter von der Hand. Also mir fällt es auch schwer, irgendwie positive und happy Songs zu schreiben, also das ist irgendwie... Also DJ Ötzi bist nicht quasi sozusagen, das ist sein Metier, dein Metier sind eher schwere Melancholie ein bisschen rein. Ich weiß es nicht, ich schreibe einfach drauf los, aber es endet irgendwie jedes Mal in der Geschichte, ich weiß es nicht. Ja. Geht mir leichter von der Hand, ja. Okay, spannend. Das Museum hier, das Haus auf Strauß, ist ein Erlebnismuseum. Das heißt, da sind nicht nur Bilder an der Wand, sondern da kann man wirklich auch vieles ausprobieren, 3D. Und wir gehen jetzt zu einer Station, wo es um die Skills geht, wie man wirklich ein erfolgreicher Künstler vielleicht wird. Wirklich? Vielleicht kann man das noch lernen. Ja, vielleicht schauen wir mal, wo gehen wir hin? Schauen wir mal darüber. Perfekt. Und hier ist die nächste Station, wo man eben messen kann, was es braucht, um ein Topstar zu werden. Ich habe mir sagen lassen, dass, das muss man erzählen, dass Taylor Swift deine Musik oder eure Musik in ihrer Playlist gespeichert hat oder hatte sogar. Gell? Ja, das stimmt. Ja, Spotify war das damals. Mega. Aber woher habt ihr es erfahren, dass die Taylor Swift das gehabt hat? Witzigerweise über Ö3, die haben das irgendwie schneller gewusst. Echt? Ja, ich bin aufgewacht in der Früh und dann hat es irgendwie geheißen so, ja, Ö3 hat schon einen Bericht irgendwie gebracht, dass irgendwie
die Taylor Swift gerade ihr Spotify-Profil eröffnet hat, weil ja. Die hat sich ja jahrelang gesträubt, irgendwie auf Spotify irgendwie Mitglied zu werden. Und dann kannst du als Künstler deine eigenen Playlisten erstellen. Ja. Und in dem Fall war es so, dass die allererste Playlist unseren Song halt drinnen gehabt hat. Mega, was war das für ein Gefühl, wie du das erfahren hast? Ja, surreal eigentlich so. Okay, was geht jetzt? Unglaublich, oder? Voll gestört. Taylor Swift hört unsere Musik. Ganz arg. Muss brutal sein. Auch interessant, bevor wir da zu den Skills kommen, die man braucht, um Topstar zu werden. Eigentlich wolltest du ursprünglich einmal Tennisprofi werden. Und warst sogar beim Günter Presnick, der auch den Team quasi groß gemacht hat, gell? Ja, ich bin leider kein Team geworden. Ich war eher, ja, ein bisschen verletzungsanfällig und Wachstumsfugenentzündung. Aber ich war jetzt auch nicht so talentiert. Also ich habe beim Günter ein bisschen trainiert, das stimmt. Ja. Und es war auch mal kurze Zeit mein Traum, irgendwie da irgendwie versuchen, mit der Tennis, in der Tenniswelt Fuß zu fassen. Aber ja, das war dann nach 1,5 Jahren, 2 Jahren dann relativ schnell Geschichte vorbei. Gut, die Spannweite mit über 1,90 Meter hättest. 1,92 sogar. 92, Entschuldige. Nein, das stimmt, ja, die Größe hätte ich, ich glaube, die ideale Tennisgröße wäre so wie der Djokovic. Was hat der, 1,85 oder 86? Ich glaube, ich bin fast zu groß, weil wenn da tiefes Slice kommt, vor allem im Wimbledon, wäre es ungut gewesen. Ja, da hätte ich viel in die Knie gehen müssen. Abgesehen davon hat was Gutes, Dominik Thiem ist bereits in der Sportlerpension und bei dir sind noch viele, viele Jahrzehnte vor dir als aktiver Musiker. Ja. Also so gesehen gibt es keine Halbwertszeit als Musiker. Ja, voll schade wegen Dominik. Also ich verstehe natürlich, dass er halt mit dem Wrist und den Handgelenk Probleme hat und wenn du halt ganz, ganz oben mitspielen willst, ist das halt natürlich ein Hindernis. Der Dominik hat einfach extrem Morges geleistet. Das ist einfach beachtlich. Für einen, also man ich glaube, man schätzt es auch nicht wirklich so, dass man aus einem kleinen Land so einen Einzelsportler in so einen ganz umkämpften Sport, da irgendwie ganz nach Rom zu kommen, ist einfach großartig. Und wie gesagt, der Dominik Thiem hat uns viele schöne Stunden beschert, auch mir, ich habe immer mitgefiebert. Schade, dass es jetzt vor allem eine beachtliche Zahl, Dominik Thiem war 7 Jahre lang in den Top 10 der ATP-Weltrangliste. Das muss ich mir vorstellen. Ja. Für alle, die dann sagen, naja, am Schluss war er nicht mehr so gut. 7 Jahre lang in den Top 10. Ja, das sind die Österreicher. Der war quasi der Johann Strauß des Tennissports. Ja. Jetzt schauen wir mal, lieber Lukas, was es für Skills braucht. Welcher Mix macht extrem, einen Meister? Ich finde es auch extrem spannend, hier in ein Museum zu gehen, wo so futuristische Science-Fiction, schaut aus wie auf der Enterprise. Wo man Dinge erleben kann. Ja. Also, wir haben da cool. Verschiedene Skills. Schlaf, Üben, Organisation, Konzerte, Komponieren, Familie und Freunde, Marketing, Mahlzeit. Ich mache es einmal so, wie mein Leben gerade so läuft. Also, gehen wir bei Schlaf. Ehrliche Antwort. Ehrliche Antworten. Also, Schlaf, also unter 6 Stunden ist immer gar nichts. Wir machen eher 7, brauche ich. Üben? Üben, ja, da bin ich eigentlich eh ganz fleißig. Also, wirklich? Jetzt momentan, na, obwohl, das ist 4 Stunden. Sagen wir mal. 3. Also wobei, man kann sagen, warte kurz mal, Studiozeiten, wenn ich schreibe, das haben wir noch extra. Okay, gut. Aber du übst wirklich 3 Stunden? Nein, das ist Schwachsinn, Blödsinn. Ja. Ich übe keine 3 Stunden. Machen wir 2 oder 1 Stunde. Okay. Ein bisschen so. Ich glaube, wenn man vielleicht David Garrett Geigenspieler. Machen wir zwei. Machen wir 2. Ja. Okay. Organisation, gut, das macht bei dir die Mama? Das macht, die Mutti macht nichts. Also meine hervorragende Managerin, deine Mama? Von meinem Vater damals gewesen. Ja, eben. Genau, aber ich habe mittlerweile einen eigenen Manager, den Sascha Saedi, der ist großartig. So, Organisation Konzerte. Ist mal 0 bei mir, weil das macht der Sascha. Ist mal ausgelagert. Konzerte, wenn man halt spielt, dann sind Konzerte schon 2 Stunden, sage ich jetzt einmal. Ja, also 7202. Ja, komponieren. Du, da gehe ich jetzt, da gehe ich maximal 8 Stunden. Ja, das heißt, dein Geist rattert die ganze Zeit. Ja, läuft immer mit. Träumst du auch gewisse Kompositionen in der Nacht, dass du träumst von irgendwelchen Stücken oder von irgendwelchen Themen oder irgendwas? Voll interessant, dass du das ansprichst. Ich habe erst letzte Nacht eine Melodie geträumt, die ich extrem toll gefunden habe. Ich habe einen guten Song geschrieben und ich fand den ganz großartig. Das weiß ich noch vom Traum, da bin ich aufgewacht und habe keinen Plan mehr, wie er gewesen ist. Oh, also, schlechter Moment. Das war schlimm, Das ist bitter. Da war ich ein bisschen deprimiert. Familie und Freunde, wie wichtig Familie, ist es bei Familie dir ganz Leben? Wichtig, Freunde auch ganz wichtig. Ich versuche natürlich Zeit zu schaffen. Familie, so, du hast ja und Freunde. Einen Bruder und einen Halbbruder noch. Geht es eigentlich pro Tag? Also 24 Stunden? Ja, das ist 3 Stunden Familie. Ich sage jetzt mal Freunde, am Abend dann weggehen, dass wir das Trinken gehen. Sage ich jetzt mal 3 Stunden, glaube ich, nicht so schlecht. Marketing ist extrem wichtig. Aber investiere ich jetzt, jawohl, da kann man Content createn, kann man sagen, also Videos für Instagram und TikTok und so, sage ich jetzt einmal auch 2 Stunden, sollte ich, das will ich gar nicht,
Ja, weil du schon 24 Stunden erreicht hast. Ach so. Du musst irgendwo runter. Da bleibt nur mal eine Stunde für Marketing. Okay, gut, dann gehe ich mal weniger schlafen. Ja. Schlafe ich mal 5 Stunden nur, dann kann ich Zeit für Marketing, siehst. Machen wir 2 Stunden Content. Ja. Und ja, ich esse eh so wenig. Also Mahlzeit, eine Stunde reicht. Jetzt hat sich gerade, wie du den Schlaf runtergegangen bist, von 33% korrekt, dass es die Skills sind, auf 46. Ja, also ich kann nur sagen, so ist ungefähr mein Tagesablauf. Wenn ich jetzt theoretisch, wenn man mich fragen würde, wie hat das damals der Strauß gemacht, ja, hätte ich gesagt, der Strauß hat nichts geschlafen. Dann hat er sehr viel geübt. Viel geübt, schon, auf einmal bist du bei 50%. Organisation, jo, glaube ich jetzt nicht, dass es so. Also, ich muss nicht, weil ich gehe mal alles auf Null. Ja. Yeah. So, dann können wir wieder von. Organisation, glaube ich jetzt nicht, dass es so der Ärgste war. Konzerte hat er sicher gespielt. Machen wir 2 Stunden. Komponieren packt sicher Org bei ihm. Ja. Yeah. 5 Stunden. Freunde, Familie sicher nicht. Marketing gab es damals noch nicht. Mahlzeiten hat auch nichts gegessen. Ja. Bis bei 63. Bin ich schon besser als bei mir. Das heißt, wahrscheinlich hat er noch weniger geschlafen, noch mehr geübt. Obwohl, schau, geht schon runter. Ja. Also es ist, auch da sieht man, egal wie man es jetzt Marketing, dreht. Ich glaube, der war schon wiff, weil der hat ja geschafft, dass so viele Leute zu seinen Konzerten kommen sind. Aber bei Marketing geht es jetzt rauf. Naja, schau. Aber es ist... Mahlzeiten, ja, eine Stunde, gehen wir ihm. Und vielleicht war er auch irgendeiner, der ein bisschen Party gemacht hat, schau. Ja. 3 Stunden. Aber schau, es ist egal, wie man es dreht, es ist am Ende des Tages die Balance. Es ist die Balance. Wenn wir jetzt dabei Schlaf wenig runter und voll üben, voll kombinieren, komponieren, ich muss immer kombinieren, ja. Familie, Freunde runter, es ist am Ende des Tages, es ändert sich immer nur marginal und es ist am Ende des Tages die Ausgewogenheit im Leben. Lebst du ein ausgewogenes Leben? Ah, ich glaube schon. Oder Sex, Drugs und Rock'n'Roll in deinem Alter? Na, Sex ja, Drugs nein, Rock'n'Roll ja. Okay, das lassen wir jetzt einfach so im Raum stehen. Das kann man so stehen lassen. Und schon weiter zur nächsten Station. Aber cool ist perfekt. Cool, muss man echt sagen. Ich finde es extrem geil. Also Hermann Raut hat sich was einfallen lassen. Kann man sich, kann man nur empfehlen, vorbeizuschauen. Mega, gut, cool. Schauen wir weiter zur nächsten Station. Ich folge dir. Das ist jetzt auch eine spannende Station, lieber Lukas. Hier kannst du nämlich Teil einer Strauß-Operette werden. Man kann Teil einer Strauß-Operette werden. Wie das funktioniert, zeige ich dir gleich. Ich habe mir das vorher schon angeschaut. Eine Frage, wenn du dir aussuchen könntest, ist mir jetzt gerade beim Runterkommen da spontan eingefallen, mit welchem Musiker würdest du gerne, wenn es ein riesengroßes Konzert wäre, Weltkonzert, ich sage jetzt beispielsweise Bruce Springsteen, 100.000 Leute, Madison Square Garden, wo würdest du gern dich hineinprojizieren? In welches Konzert? Welches Konzert? Oder Queen damals, Band Aid, das große Konzert damals mit 250.000 Leuten oder was? Puh, das ist extrem schwer. In irgendeinem Organ, also da bin ich jetzt dann, spiele ich auch in der Band? Oder ja, bin ja, ich, du spielst. Ne, also ich bin Musiker, auf der Bühne und ich mache einfach mit quasi. Du bist als Musiker voll integriert. Da gibt es so viele Sachen. Allein Robbie Williams damals, dieses Konzert da in England vor, weiß nicht, 200.000 Leute, das ist, glaube ich, arg gewesen. Queen, hast du auch gesagt, ja, beim Live Aid Konzert, sicherlich auch. Woodstock. Das wäre meins. Woodstock, da wäre ich bei. Kilometerweit die Menschen vorziehen. Du, was ist das für ein Gefühl, gell? Das ist, wenn man auf so einer Bühne steht und da sind Tausende, es reicht schon, wenn ein paar Hundert sind, aber Tausende Leute sind, da kommt eine unglaubliche Energie auf dich zu, oder? Das muss so, wow, Wahnsinn sein. Ich finde zum Beispiel, es ist viel schwieriger vor 30, 40 Freunden zu spielen, als vor, sagen wir mal, 5.000 Leuten. Ja. Weil da ist eine gewisse Distanz und du bist in deiner eigenen Welt, natürlich diese die Energie, die du kriegst, und du bist einfach angepusht und das ist einfach ganz, ganz arg. Da gehst du einfach mit dem Flow. Wenn du aber nur für 30 Leuten spielst, 40 Leuten spielst, in einem kleinen in einer kleinen Location oder im Wohnzimmer oder so, wo alle dir zuhören, das siehst und jeden deine Freunde einzelnen. Sind, ja, das ist, finde ich, viel schwieriger. Ja. Als so auf einer großen Bühne zu spielen. Weil das wird dann irgendwann so homogene Masse, gell? Das ist dann einer ja, nur quasi. Ja, es ist so, man kommt einfach, der Adrenalinstoß ist einfach extrem arg und du bist einfach in, ja, da kommst du in den Flow rein und in einer anderen Welt. Ja. Ich habe mal sagen lassen, der größte Break für Musiker ist, wenn sie ein großes Konzert gehabt haben, da hunderte oder tausende Leute jubeln, begeistert sind
und dann gehst du, dann ist vorbei, dann gehst du von der Bühne runter und bist dann Backstage in deinem Raum, wo 5 Brötchen herumstehen noch und 2 Flaschen Bier und ein paar weiße Spritzer und bist auf einmal alleine. Ja. Ja, man hört dieses Geschichte. Wie kompensierst du das in dem Moment dann? Naja, ich habe eine super Europa-Tour gespielt. Ja. Die waren so 1500er Venues. Ja. Und man kennt die Geschichten von, man geht dann von der Bühne runter und das ist halt schon arg, weil es ist einfach von 1000 auf 0. Mhm. Aber ich glaube einfach, es kommt immer darauf an, was für Freunde, was für ein Umfeld du hast, wie geerdet du bist. Und von dem her, ich habe eine tolle Familie, gute Freunde und von dem her habe ich diesen Crash nie Gott sei Dank erlebt. Also ja. Bis jetzt zumindest nicht. Also mir geht es da gut damit. Soll auch so bleiben, klopft ja. Auf Holz, in dem Fall Plastik. Und jetzt projizieren wir dich hinein in eine Strauss-Operette. Okay. Ich darf dich bitten, dass du hier... Ich soll mich sehen, ja? Genau, wir gestalten das jetzt, deine Szene. Das heißt, wir nehmen die Fledermaus. Ja. Da drücken wir drauf. Dann gehen wir auf Start. Und jetzt musst du mit deinem Gesicht da reinschauen. Achso, okay. Genau, ich mache das Foto. Ich habe einen leichten Sonnenbrand, komme ich gerade drauf. Ja, warst ja Golf spielen, haben wir sagen lassen heute. Behalte. Okay. Und jetzt, das rechnet unglaublich schnell. Ach so, meine Damen und Herren, Lukas Fendrich in der Operette von Johann Strauss Sohn, die Fledermaus. Bitteschön. Und links und rechts, Lukas Fendrich, Lukas Fendrich. Komm her mal, Lukas, schauen wir mal die Ähnlichkeit. Bitte. Ja. Was für ein Gefühl, mitten in der Strauss-Operette zu sein. Sehr schönes Gefühl. Wir müssen uns beim Publikum bedanken. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Dankeschön. Wie man es macht auf der Bühne. Und schauen jetzt weiter in den nächsten Raum. Ja, gibt es noch was zu sehen, oder? Da gibt es so viel zu sehen, du, das ist ein Wahnsinn. Schauen wir uns das an. Das schauen wir uns jetzt an. Und hier steht ja der echte Mr. Goldfinger, Johann Strauss Junior oder Sohn in Gold. Unglaublich, oder? Was für ein Gefühl. Wo würdest du gerne als Statue immer stehen? Ich als Statue irgendwo stehen? Überraschende Frage. Das ist eine surreale Frage. Ja. Möchtest nicht irgendwo in Lebensgröße stehen? Du, wenn es mal so sein soll, ja. Aber das ist nicht ein Ziel von mir, dass ich irgendwo eine Statue von mir stehen habe. Er hat es auf jeden Fall geschafft. Diese Statue steht übrigens auch im Stadtpark in Wien. Eines der meistfotografiertesten touristischen Points sozusagen, den man sieht. Ich glaube, auf jedem zweiten Foto in Asien irgendwo vorhanden, wenn die lieben Gäste zu uns kommen. Und das Faszinierende ist, sein Vater war ja sogar so weit, der wollte ihn um jeden Preis verhindern, dass Johann Strauss Sohn Musiker wird. Der hat sogar beim Magistrat gesagt, dass er nicht auftreten darf. Wirklich? Wirklich. Ich weiß nur, dass irgendeiner von diesen 3 Söhnen Buchbinder war. Ja, er hat gelernt Buchbinder. Das war der Buchbinder. Die Eltern haben gesagt, lern was Gescheites. Ja. Und dann ist er mit 21 Jahren. Das haben meine Eltern auch gesagt. Ich wollte gerade fragen. Wirklich? Ja, lern was Gescheites. Und hast du was gelernt, was Gescheites? Ja, nicht wirklich. Ich mache Musik. Also ich weiß nicht, ob das was Gescheites ist. Also hast du dich doch durchsetzen können und nicht jetzt in der Lehre oder Schule oder irgendwie? Ja, ich habe einfach ich bin Sturschädel. Ja. Und ich denke mir halt, jeder sollte so sein Ziel vor Augen haben und Musik war für mich das Ziel. Und ich konnte davon nicht abgebracht werden. Das ist ja cool. Du, sein Vater wollte ihn verhindern. Bei dir hat dein Vater so gesagt, habe ich jetzt gelesen unlängst, dass du sogar eine viel schönere und bessere Stimme hast als er. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil das, hat er das wirklich gesagt? Hat er gesagt, ja. Okay, gut. Steht wenn man googelt Lukas Fendrich, findet man das wirklich dick und fett, dass er gesagt hat, der Lukas hat eine viel, viel schönere Stimme als ich. Ja. Nicht gewusst? Geschmäcker sind verschieden. Nein, das hat er gesagt, meine ich. Nein, das wusste ich nicht, nein. Echt? Also mir ins Gesicht hat er es noch nicht gesagt. Ja, na gut, aber er steht zumindest überall im Internet in den Zeitungen. Ja. Also insofern. Nein, freue ich mich. Hat er das offiziell gesagt. Lukas, bevor wir jetzt hinuntergehen in den großen Saal, wo der Maestro wirklich aufgetreten ist. Da bin ich schon sehr gespannt. Da sind wir wirklich gespannt. Was für ein Gefühl darum, durch dieses Museum zu schreiten. Ja. Was ist das für ein Gefühl für dich? Also ich finde es extrem spannend. Also ich muss auch
ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen ein Kulturbanause und bin sehr selten in Museen. Deswegen vielen Dank für die Einladung, dass ich ein bisschen was lerne. Und ja, also bis jetzt war das ein super, super aufregender Abend und kann man nur empfehlen. Auf alle Fälle auch an die Kids und so. Ein bisschen Bildung schadet nie. Und wie gesagt, das Museum ist extrem modern gemacht und ist auf alle Fälle ein Ausflug wert. 2 Sternstunden, meine Damen und Herren. Lukas Fendig hat nicht gewusst, dass sein Vater gesagt hat, dass er eine bessere Stimme als er hat. Und das Zweite ist, du bist der erste Künstler, der offiziell zugibt, dass er vielleicht sogar ein bisschen Kultur- und Kunstbanause ist. Ja, du, ich bin ehrlich, weißt du. Ja. So, ja. In diesem Sinne, ich würde sagen, wir schauen runter. Perfekt. Großer Saal, wo vielleicht der Geist des Meisters noch irgendwo rumsteht. Der hat damals wirklich gespielt dort. Er hat gespielt. Damit hast du ihn ja gelockt. Er hat dort wirklich, gesagt, wir gehen in den Konzertsaal, wo der Strauß wirklich gespielt hat. Ganz genau dort. Nein, ich bin gespannt. Und da sind wir jetzt in diesem ehrenwürdigen Saal, lieber Hermann, unglaubliche Aura, oder? Was sagst du, Lukas? Tja, außergewöhnlich. Also, dass es auch so schön restauriert ist und alles. Ich habe gehört, da wurden ja früher Clubbings gefeiert, teilweise, und dass du das so hergerichtet hast. Und ja, das Museum, das Restaurant, das ist wirklich auf alle Fälle ein Ausflug wert. Gell? Das Museum, 12 Millionen Stunden sind da circa reingeflossen. Ja, geht's ja raus, ja. Mega. Geht's ja aus. Wie hat's dir gefallen? Ich fand's großartig. Also ich bin ein bisschen ein Kulturbanause, wie du schon rausgezuzelt hast aus mir. Gehe leider viel zu selten in Museen. Aber ja, ich fand's großartig. Es ist sehr futuristisch auch ein bisschen. Mhm. Mit diesen ganzen Touchpads und so. Es ist auf alle Fälle ein wirklich großartiges Erlebnis. Also ja, für die ganze Familie ein schöner Wochenendstrip, würde ich auf alle Fälle sagen. Und auch Montag bis Freitag natürlich, ist auch offen. Wollte ich sagen. Ja. Und vor allem, Hermann, ja, aber ernst gemeint. Es adelt dich und dein Museum, dass selbst ein Kulturbanause, wie der Lukas Fendig sagt, das ist ein Erlebnis. Ich habe mich unterhalten gefühlt, sagen wir mal so. Für mich ist es genau um das gegangen, dass man genau in so ein Erlebnis einsteigt und da sage ich wirklich zu allen Zusehern, wirklich lade jeden Einzelnen ein, hier in das Haus auf Strauß, um genau das zu erleben. Lieben Dank, dass du das so wahrgenommen hast. Und genau deswegen, meine Damen und Herren, für Kulturbanausen wie Lukas Fendrich oder auch andere, die interessiert sind, gibt es die Sendung Nachts im Museum, damit Sie die österreichischen Vorzeigemuseen kennenlernen, sowie dieses weltweit einzigartige Haus auf Strauß. Vielen Dank fürs Dabeisein bei Nachts im Museum. Ich sage danke. Und Lukas, du spielst uns jetzt da noch was am Klavier. Darf ich? Ja, bitte. Darum. Wirklich, auf dem Klavier? Der Hausherr muss sagen, darf er? Darf ich spielen? Ja, sicherlich. Ja, das ist sehr okay, gut. Und wir hören auch noch zu. Dankeschön. Perfekt. Im Museum der einzigartige Kunst- und Kulturtalk mit ebenso einzigartigen Partnern. Erfrischend, vielfältig, bewegend. Die Freizeit- und Sportbetriebe der Wirtschaftskammer Wien.
Gartenhotel und Weingut Pfeffel, das Spa-Hotel in der Wachau mit dem großen Wellnessbereich, kulinarischer Verwöhnung und der Herzlichkeit der Gastgeberfamilie Pfeffel. Zu jeder Jahreszeit außergewöhnlich.